Guten Morgen, Germanien. Am 21. September 2012. Mittlerweile schon um 6 Uhr 42. Sonnenaufgang steht bevor. Und diesmal nicht in Orange wie gestern. Nein, diesmal haben wir es in wunderschönem, ja, man kann fast sagen, Altrosa. Immer wieder ein faszinierendes Farbspiel. Übrigens, wir haben es 1 Grad plus. Hier oben sind es minus 1 Grad. So, jetzt haben wir 7.37 Uhr. Wenn ich mir das hier anschaue, wird es mir ganz anders. Wenn ich mir dran überlege, wie die Kinder heute seit gestern nicht schon reagieren. Irgendwie total moralischen am Tag gelegt. Die drehen völlig ab. Weinerlich, vergessen die einfachsten Aufgaben drum und dran, was die schon seit ein, zwei Jahren aus dem FF konnten. Jo. Heute früh fing der Kleine an im Kindergarten. Total weinerlich, total. Ja. Wie sagt man dazu? Depressiv? Also, völlig abnormal. Und wenn ich mir das Wetter hier anschaue, was jetzt durch die Sonne richtig klar rauskommt, ist das genauso abnormal. Untypisch. Nicht nur wegen der Streifen-Schattenspieler, so wie ihr sehen könnt. Man kann auch ganz andere Sachen sehen, wie es schon öfters gezeigt habe. Sowas, kreuz und quer, wenn man da reingeht und mal angucken tut. Richtig schön, Nadelstreifen, aber da muss der Schneider aber besoffen gewesen sein, wie sich das hier abzeichnet. Nämlich kreuz und quer. Und das kann mir keiner auf Turbulenzen schieben oder sonst Scheiß, das ist Blödsinn. Ausgemachte Verarschung. Und dazu die ersten Nebensonnen. Hallo, lässt grüßen. Das wird ein unlustiger Tag, sage ich mal so. Weil lustig würde ich das nicht wirklich bezeichnen. Wenn sich denn das da drüben anschaut. Richtig schöner Knotenpunkt. Jo, was soll's. Lass uns überraschen, was der Tag noch bringt.
Kinder zumindest besser drauf sind, wenn sie heute wieder nach Hause kommen aus Schule und Kika. Aber Spaß macht's mir keinen. Und darüber nachdenken werde ich auf jeden Fall. Und mal recherchieren, ob auch andere über sowas zu berichten haben. Dass es plötzlich Gedächtnisschwierigkeiten gibt. Und depressive Erscheinungen. In diesem Sinne euch trotzdem einen schönen Tag. So, jetzt haben wir 7:57 Uhr. Und wie ihr sehen könnt, sagt der Hallo, Hallo. Also es geht doch ziemlich schnell. Wenn ich dann gestern Wetterbericht angeschaut habe, zu später Stunde mit dem Svenny, und man begeistert ist, einen Zirkumzenitalbogen fotografiert haben zu können, dann kriege ich hier langsam Lachkrämpfe. Also sowas ist bei mir hier fast schon an der Tagesordnung. Die verschiedensten Halo-Erscheinungen. Aber lass mir das Wetter beiseite. Was ich vorhin gesagt habe, was mir aufgefallen ist, ist halt dieser immense, abrupte Stimmungswandel. Nicht bei mir, nein. Bin sie anders gestrickt. Bei den Kids und bei vereinzelten Erwachsenen. Man sieht das Ganze mal anschaut hier. Und die Zeit hat, es zu verfolgen, wie das Wetter ist und was im Wetter plötzlich sichtbar wird, schlagartig meistens. In der Regel kündigt sich's bei mir durch den Ton an. Jo. Schauen wir mal, ich muss es mal kurz Stopp machen. Geht gleich weiter. Nein, mache ich nicht, der fährt weg. Jo. Also Fakt ist, wenn hier oben Kondensstreifen, Ausbrüche, wie die Meteorologen sagen dazu, entstehen, geht das noch. Kommen aber plötzlich die Businessleute hinzu, die mit den Nadelstreifenanzügen, oder wir sagen dazu schlagartig HARP, dann gibt's doch krasse Veränderungen auf einen Schlag. Oder kurz darauf. Wie halt Stimmungswechsel, schlagartig depressive Veranlagungen, völlig ausgerastete Kids wie auch Erwachsene. Ja, das ist eine schöne spielende Farben da unten, ne? Jo. Ich werde mir das mal zu Gemüte ziehen, mal nachrecherchieren, ob es in diversen Foren ähnliche Berichte weiterhin gibt. Einige habe ich schon gelesen, die genauso schockiert sind, Eltern, wie andere aufmerksame Menschen, die den Überblick nicht verlieren.
und ebenso beobachten, was ich beobachte. Normal ist es auf jeden Fall nicht. Drum kann man sagen, zu dem heutigen Beitrag, zu dem heutigen morgigen Beitrag, Harp und der Stimmungswechsel.